Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Ball Z Kakarot. Wer ist dieser Kerl? Er hat gerade seinen eigenen Partner getötet. Geht, ihr beide zurück ins Kamehaus mit euch und zwar sofort. Der Typ scheint viel stärker zu sein, als ich dachte. Okay, Papa, wir gehen. Son Goku, warte, kannst du nicht woanders gegen diesen Kerl kämpfen? Warum? Pass auf, ich will nicht, dass den anderen was passiert, bevor wir sie zurückholen können. Zurück, aber Piccolo und Gott, wir sind beide tot. Und das heißt, dass die Dragon Balls auch verloren sind. Ich sag das zwar nur ungern, aber wir können sie jetzt nicht zurückbringen. Warte, Krillin, bist du... Hä, wie bitte? Das erkläre ich später. Bitte mach diesen Typen fertig, okay? Ihn fertig machen? Ja, das ist der Plan. Okay, ich tue mein Bestes. Tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, Son Goku, aber wir zählen alle auf dich. Wag es ja nicht zu sterben, Kumpel. Alles klar. Son Gohan, sollte ich zurückkommen, wollen wir dann wieder mal zu zweit angeln gehen? Okay, und weg sind sie. Planänderung, wir hauen ab. Meinetwegen, macht keinerlei Unterschied. Die Transformation Kaioken ist jetzt für Son Goku verfügbar. Nachdem du einen bestimmten Punkt der Hauptstory erreicht hast, kannst du Transformation erlernen, um dich im Kampf zu transformieren. Öffne die Transformationsauswahl, indem du LT plus RT gedrückt hältst und drücke B, A, X oder Y, um die für die entsprechenden Tasten festliegende Transformation auszuführen. Transformationen erhöhen deine Werte massiv, aber gleichzeitig entziehen sie deine TP und dein Ki. Wenn das Timing stimmt, ist das die effektivste Option während eines Kampfes. Mein Gott, ey. Auch hier musst du für die Auswahl Transformationen festlegen, um sie benutzen zu können. Okay, dann gucken wir doch mal. Spezialfähigkeiten? Nein. Superangriffs. Wissen, Transformation, Kaioken. Superangriff haben wir da noch nichts, okay. Gegenstände. Was zu futtern. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Deine Berge müssen wir kloppen. Vegeta's a whole lot tougher than I thought he'd be. Gegen ihn kämpfen möchte ich jetzt nicht. Ah, hier können wir was untersuchen, ne? Folge Energiestrahl. Haben wir schon. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Okay, this ought to be a good spot. No people or animals in sight. As Saiyans, our worth as warriors is measured and judged at birth. Those with no potential like you are sent to inferior planets like this. Thrown away and forgotten like the garbage you are. With enough hard work and training, even garbage can surpass the elite. That's quite a sense of humor you've got. You're about to learn the hard way that effort alone isn't enough to reach my level. Ha! Yeah! Boah, wie geht das Level 20? Don't underestimate me!
Wow, 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 mein Freund. Hey, übertreib's mal nicht. Das war's, du bist erledigt. Da kriegst du noch den Kamehameha. Sei verflucht. Wow, 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 wow. Oh, er hat gesessen. Ein A nur gekriegt, okay. Egal, Son Goku ist Stufe 19. Kaioken Day 4!
He's a tough one. That's it. You're finished, Kakarot! Burst open and mix! What? What the? Okay, 10.000. Wow. Gucke gleich auf plus 21. Boah, nur Rang A bekommen, ey. The land, the sea, all creatures of the earth. And all living things, please, lend me some of your energy! Die Genki Gamma kommt jetzt um die Ecke. Oh nein, Vegeta hat sich Goku geschnappt. Nein, nein, bitte nicht. I know you're tired, but we're headed for Kami House. Can you make it? Yeah. Hang on, Gohan. What is that? I'm not sure, but it's some really massive energy. I'm heading back. It's my dad. He's in trouble. I can feel it. Behind you. Power struggle. Kampf mit dem Prinzen der Saiyajin. Korean Superangriff Destruction Drift ist jetzt verfügbar. Charakter. Super Angriff. Sonnenfaust. Ne. Kann ich die hier bei ihm auch reinmachen? Nee. Was ist das? Don't
Runter, Sangon. Er darf uns nicht sehen. Hey. Ja, Jarobi, habt ihr etwas vergessen? Was dieser pölzige Freak ist? Er ist ein Saiyajin. Ein Saiyajin. Das wissen wir. Aber wenn es uns gelingt, ihm den Schweif abzuschneiden, wird er wieder normal. Sangon, Jarobi, ihr geht vor und lenkt ihn ab. Ich warte auf eine passende Gelegenheit und dann schneide ich ihn dem Schweif ab. Was, ihn ablenken? Bist du verrückt geworden? Pass auf, Mann. Selbst wenn er wieder normal groß ist, prügelt er euch grün und blau. Nice try going for my tail, but I can see right through you. Significant trash! You're all dead! Do you hear me? I'll start with you! Bams. 58.000. Son Gohan ist gleich auf Stufe 14 gerückt. Damn you, you little runt. You're going to wish you'd never been born. I'm gonna defeat you. Krillin, komm hier. Krillin, komm hierher. Ich brauch deine Hilfe. Goku. Are you all right? Now's our only chance. I'm gonna give you all the energy I gathered from the earth. What? Krillin. Grab my hand. Like this? Yeah, you got it. And now, turn your palm up and concentrate the energy into a ball. Just trust me. Whoa! There it is! So this is the... That's a spirit bomb! You did it! Krillin, you gotta hit him with that! You have to! Okay, I'll do what I can. Leave it to me! I can't hit him if he keeps moving all over the place like that! You don't use your eyes when throwing the spirit bomb! Seek out his evil energy with your mind and release the attack! Who's there? I am King Kai, the one who taught Goku the spirit bomb technique. Remember,
That ball contains the hope of every person on the planet. Okay, seek out his evil energy. I can feel it. I can feel his evil energy. We did it. Yeah. We did it! You've really done it this time. Thinking I might actually die. How dare you? Your history! No! Uh-oh. How can I, the great Vegeta, be reduced to this? Where do you think you're going? This ends now! Don't, Krillin! Goku? I'm sorry, but just let him go! Wait, are you serious? If we let him go, he's just gonna regain his strength and come back and kill everyone! I know. This guy killed our friends! He came here to massacre everyone on the planet! He's not just gonna pull a Piccolo and just change sides. We have to stop him. I know, Krillin. But please, I know what I'm asking is selfish. Crazy, even. But do me this favor. Let him live so I can fight him again someday. Okay, fine. I guess if anybody's got the right to ask for that, it's you. I mean, if it weren't for you, this whole planet would be toast. But if we're gonna do this, then
You gotta blow this guy away with everything you got when he comes back. You got it. You're going to regret this. You won't have another miracle to save you next time. Enjoy this time, because it's all you have left. There they are! Hey, over here! Whoa! Goku! Are you all right? Bulma? Yamcha? The others? They're all gone! We're the only ones left! Piccolo's gone too. That means Kami. And the Dragon Balls. They're all gone! So you mean Yamcha can't ever be... Bulma, don't cry. Actually, there might be a way for us to bring everyone who was killed back after all. What? Those Saiyans saw Piccolo and said something about him being a Namekian. They said the Namekian home planet, Planet Namek, should even have more powerful Dragon Balls. Then that means if we head over to that Namek place or whatever, we might be able to get our hands on some Dragon Balls. Hey, it's me, Goku. You know, in the fight with Vegeta, we lost a lot of our friends. And with Piccolo gone, we can't use the Dragon Balls to bring anybody back. Wait a second. There are Dragon Balls on Planet Namek? Kami's homeworld? How are the guys gonna get there? Stay tuned for the next episode of Dragon Ball Z, the legendary Super Saiyan versus the evil Emperor Frieza. Don't miss it! Der legendäre Super Saiyan gegen den teuflischen Frieza. Nicht schlecht. Das nächste Kapitel fängt an. Und so konnten Son Goku und die anderen die Saiyajin-Bedrohung abwehren, doch der Preis dafür war hoch. Son Goku, der schwere Verletzungen erlitten hatte, lag auf der Intensivstation. Son Gohan hingegen war nach ein paar Tagen wieder vollkommen genesen. Ich möchte gerne speichern. Hey! Ein gesunder Körper braucht viel gesundes Essen, Son Gohan. Ich koche dir ein ganz besonders komplettes Menü. Wow, wirklich? Warte hier, okay? Das wird ein Weilchen dauern. Komisch, ich hätte schwören können, dass ich ihr Rezept hier habe. Mist, ich wollte dir so gern was Tolles kochen. Wer hat dir denn das Rezept gegeben? Ich könnte noch mal nachfragen. Ach, das musst du nicht tun. Ist schon in Ordnung. Ich will unbedingt wissen, wie es schmeckt. Oh, naja, wenn das so ist, diese Person hat mir das Rezept gegeben. Die Person mit dem Kailin-Dorf. Okay. Wir müssen das Rezept holen. So, und wir machen jetzt hier auch erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.